So, hier habe ich mal ein bisschen was Längeres. Mal sehen. Hier kommt die Schneide. Es kommt denn da für den Wüster Krach aus Frankfurt, Darmstadt, Offenbach sozusagen. Ja, der hört ja gar nicht mehr auf. Wie lang ist das Ding? Ja, es ist halt auch ein Säbel. Ja. Dann ist der halt ein bisschen länger. Ja. Ein chinesischer Kavallerie-Säbel M65. Nehmen wir an, 1965. Ja. Muss aufpassen, der ist scharf. Ja. Heute werden die ja nur noch stumpf angeboten, ausgeliefert. Weiß nicht, wie lange, von wann ich den habe, 80er Jahre oder so. Ich hatte schon mal ein Video gemacht, aber das ist irgendwie anscheinend untergegangen. Es hat kaum Klicks gehabt hier. Gut. Ist halt ziemlich dick die Klinge, aber trotzdem scharf. Muss man schon aufpassen. Also kein Spielzeug, sondern eher eine Waffe. Ist auch sonst im Waffenschrank aufbewahrt. Hier der Griff, ich schätze mal, dass das wahrscheinlich Stahl ist, Stahlblech. Hier vermutlich Aluminium lackiert. Mit der Schraube hier, also kein Full Tank, sondern hier als Angel wodurch steht nur eine eingravierte Seriennummer drin. Hier hat es eine Arretierung, so ein Verschluss, Bajonettverschluss für die Scheide. Hier, da ist normalerweise auch noch so ein Tragriemengehänge dran. Das habe ich jetzt abgemacht, dass das ein bisschen handlicher wird. So, also das kann jetzt nicht rausfallen oder was. Hier wird das Knopf eingedrückt, muss man schon gut tief eindrücken. Ja. Dass das reingeht. Und hier ist noch so ein Lanyard sozusagen dabei. Fangriemen. Hier kann man das wohl nochmal wieder dran machen. Ist nicht. Hier lässt sich das auch verstellen, wenn es irgendwie um das Handgelenk macht. Weiß nicht, wie das
Wahrscheinlich zu Paradezwecken ist der irgendwie geführt oder geführt worden von der chinesischen Kavallerie. Ja. Das ist auch, sieht man ja, das ist auch vernickelt, nehme ich an. Man sieht es da an geschärften Bereich, dass es erst verkupfert ist. Verkupfert und dann vernickelt. Ja. Hier ist der Tragevorrichtung. So. Das geht dann so da dran. So, jetzt kann man es umhängen. Gut, das ist jetzt nicht eingestellt. Ja.